Ja, und damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Willkommen zurück. Und zwar zu Soma. Ja, es geht los. Wir spielen Soma. Hatten schon den ersten Idioten im Chat gehabt, der sofort auch direkt einen Bann gekriegt hat, weil wer eigene Links postet, ist selber schuld. Prost zusammen. Ja, Kopfhörer sind auf Anschlag, so wie es sein soll. Sind dann alle da, alle bereit, alle am Start? Ich hoffe mal, ja. Ich bin's nämlich nicht. Scheiße. Warum lasse ich mich immer auf sowas ein? Zum Fortfahren X drücken. Dann machen wir das mal. Ich hoffe natürlich, dass erstmal Zwischensequenz kommt. So, passe den Gamma-Wert so an, dass sie die Einzelheiten des Roboterposten zur Linken kaum noch erkennen können. Zur Linken. Also wäre das so. Ja, toll. Nein, ich mach mal so. Ich mach das mal so. Dann passt das eigentlich. So, Kopfhörer stellen wir ein, weil ich habe ja die Kopfhörer auf. Boah, Remote Play ist ja noch lauter. Nachtmodus. Kleiner. Wir akzeptieren. Schauen nochmal kurz in die Optionen rein, aber ich glaube, das war das, was wir gesehen hatten, ne? Spiel. Ja. Sprache Deutsch. Tipps machen wir an. Einfach einkönnen. Nein, das lassen wir aus. Okay, so, und dann geht's jetzt los. Wir machen ein neues Spiel. Und dann geht's los. Mit Soma. Bist ja nicht alleine. Wir sind ja bei dir. Jo. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, also mal eben kurz hier das Mikrofon ein wenig bewegen, damit es mir nicht so direkt in den Mund ragt. Und die Aufnahme läuft auch für YouTube und für dich auf YouTube. Machen wir zwischendurch auch Folgenpausen. Wirst ja dann sehen. Aber für dich auch sei gesagt, willkommen zum Live-LP. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Lynch? Why is there never enough time? For what? Okay. Okay, wir sind Simon. Wir wachen gerade auf. So, Hinweise, können Sie mit Objekten interagieren, mit R2? Dann machen wir das doch. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan, I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Okay. So, zum Bewegen den linken Stick benutzen und sich umsehen mit dem rechten. Ah, ja. So, wir haben eine We're gonna nette put the Wohnung. tracer fluid. Ja, so, da haben wir denn hier alles schön stehen. So, The Begins Neues Tour. Amsterdam, Berlin, Paris. Hier haben wir einen Anrufbeantworter, den klicken wir mal an. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Okay, wie kann ich denn. Achso, Objekte rotieren. Achso, okay. Ah, ja. Ah, okay.
Ja gut, das kenne ich noch von Amnesia. Das war natürlich mit Maus und Tastatur, was natürlich ein bisschen einfacher. Kann ich es auch wieder hinstellen? Naja. Staubsauger! Come on, radioactive tracer fluid. Where are you? Kann ich den Boden saugen? Noch mache ich Witze. Ich gerade auf YouTube abonniert. Vielen Dank. So, was haben wir hier Schönes? Pizza Pan. Ist wahrscheinlich eine Pizza für die Mikrowelle. Ach, das war der. Ach, ist okay. So, hallo. Zum Öffnen der Türen Container muss zuerst mit der Interaktion und damit Hilfe des rechten Sticks. Ah, so, okay. Ah, ducken können wir uns mit Kreis. Okay, ist aber sonst nichts Besonderes drin. Ich lasse das ruhig mal alles offen. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken. Schubladen, einfach den rechten Stick bewegen. Okay, jawohl. Das funktioniert alles super. Das kenne ich alles noch von Amnesia. Der Klempner könnte auch mal wieder kommen. So, was haben wir hier oben drin? So. Kühlschrank gucken wir auch rein. Fast Food. Nicht das Fast Food. Sollte mir auf dem Heimweg was zu essen kaufen. Aha. Naja. Aber so sieht ungefähr mein Kühlschrank auch aus. Was hier? The Paste. Okay. Machen wir mal zu. Was haben wir hier? Da ist alte Milch. Da ist die Tür. Da gehen wir aber noch nicht raus. Ich möchte gerne erstmal... Oh, was haben wir hier? So, zum Rotieren. Aha. Können wir das auch irgendwie... Können wir das öffnen? Kann man das irgendwie öffnen vielleicht? Huch, was haben wir denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich da unten irgendwie ein... Okay. Anscheinend können wir das aber nicht lesen. Also meine ich zumindest. Wir haben die Schlüssel. Die werden wahrscheinlich für die Haustür sein. Ich schaue mich aber trotzdem noch erstmal noch ein bisschen um. Um erstmal zu gucken, was hat er denn da? Was ist das denn? Ist das ein... Ich kann das gar nicht. Kann ich da drauf? Right. Watching TV gives me headaches now. Thank you, brain. Jetzt kriege ich Fernsehen vom Kopf weh. Kann ich da eine DVD einlegen? Was haben wir denn hier? Massive Recoil. So, John Hu ist ein korrupter Polizist in Hongkong. Sein Leben wird komplett umgekrempelt, als er eines Tages die mysteriösen Ausländerin Amber trifft, die von der Golddrachen-Triade gefangen gehalten wird. Machen Sie sich bereit für den Kampf ohne Gesetze. Jetzt ist es an der Zeit, es mit der Triaden der Polizei und den übermächtigen Kräften des Untergrunds aufzunehmen. Machen Sie sich bereit für Massive Recoil. Okay. Kann ich den einlegen? Anscheinend nicht, okay. So, was haben wir hier noch? Da leuchtet noch was. Hab gerade Ähnlichkeit mit Gone Home. Ja, das stimmt. So, Mapping Minds, Albert Laxon. Dieses Werk enthielt viel Lob als einer der ausführlichsten und dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns, dessen Funktion und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins. Finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer interessanter Fakten, die Ihren Kopf zu rotieren bringen werden. Die Ausgabe beinhaltet außerdem zwei neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie dieser unser Verhalten in verschiedenen Lebensabschnitten beeinflusst. Ja, da... Oh, eine Kamera. Hört sich ein bisschen wie Plastik. Das toll. So, okay. Es gibt anscheinend nur ein paar Bücher, die man auch so lesen kann. Die anderen muss man selber erstmal... Oh, wer fotografiert denn bitte eine Tasse Kaffee? Aha. Gibt es da noch ein Bild? Was haben wir da? Was ist das denn? Das ist irgendwie... Das ist ja wie so ein Insekt oder sowas. So, da ist eine schöne Skyline, aber auch nichts Weltbewegendes. Was haben wir hier noch Schönes?
So, erhol dich schnell wieder in liebe Mama. Ach, wie süß. Ach, wie niedlich. Da haben wir noch einen. Ich glaube, es gibt nur eine Ich-Perspektive. Ja, gibt's nur. So, erstmal Licht anmachen. Oh, die ist ja cool, die Figur. Kennt man die irgendwoher? Ich glaube nicht, ne? Ach, erstmal weg damit. So. So, was haben wir denn hier draufstehen? Okay. Steht irgendwas mit Oktober, glaube ich. 7 bis 12. Bei Facebook fotografiert man sogar sein Essen. Ja, ich aber nicht. Da sind Füße im Sand mit einer Korthose. Die ist jetzt übrigens wieder innen, habe ich mir sagen lassen. Korthosen. So, Grimmore, Robin McConnell. Meet and Greet Booking Sing, 11. Januar 2015. Mhm. Board Games, Comics und Books. So, Dr. Aaron Paik. Kann man das nicht lesen? Warum? Das ist, glaube ich, irgendwie eine. Vom Krankenhaus irgendwie ein Dokument. Grimmo? Es kann sein, dass wir das sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß ja gar nicht, wie wir. Doch, wir haben uns ja einmal kurz gesehen. Ich meine, das sind wir. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. So, da haben wir. Oh. War doch ein Strand gewesen. Eine Sanddüne. Bis jetzt ist das Spiel sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Alles anzuklicken und so. So, David Munchi. Neurograf-Sitzung. 30. April 2015. Sollte mir das Datum irgendwas sagen? Jetzt werden viele vielleicht von euch jetzt wahrscheinlich euch kaputt lachen, weil ihr wisst ganz genau, wann ich Geburtstag habe. So, ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird in den PACE Laboratories in Toronto durchgeführt werden, aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Munchi. So. Kann man daraus auswählen? Neues Rezept. Dr. Eric Peak, neues Rezept, 28. April 2015. Lieber Herr Jared, kennen wir das nicht vom PT? Es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufiger auftreten. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an die Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird, dass sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann. Habe ich Ihren Prazosien gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Versuchen Sie sich gut zu erholen. Wir sehen uns nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Erin Peak. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So, Jess, the Grimo... Oh, I've got to hit send. Samstag frei. 1. Mai 2015. Hi, Jess. Da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, da sie sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkauft sich Bücher auch viel besser, wenn sie in Regalen gestellt werden, wo die Leute sie sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen, Simon. Okay, Entwürfe. Senden wir? Sollen wir die E-Mail senden? Ich sende die E-Mail mal. Machen wir das mal. So. Better late than never. Konnte ich da was machen noch? Nee, ne? Das war nur Posteingang. Okay. So. Ja. Das hätten wir. Ist viel mit, was ich sagen muss, junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben, Freitag, 10. April 2015, Toronto.
von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern ein Pkw-Fahrer bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spanier Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Das könnten wir gewesen sein. Wir hatten das ja vorhin so ein bisschen im Trailer gesehen oder in der Vorschau. Die Mutter und ihre Kinder sind in einem robusten SUV unterwegs. Was? Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte nach vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jared, das sind wir, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUVs zufolge handelte es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Huiuiuiui. Okay. So, was haben wir denn da schon wieder? Ich schau mal eben rein. Ja, das gibt mal wieder einen schönen Bann. Mach's gut, mein Freund. Ich weiß gar nicht, warum das immer sein muss. Ist mir auch total egal. So. Ja, macht's gut. Wie gesagt, keine Links posten. Bitte tut mir den Gefallen. Muss nicht sein. Wenn ihr eigene Streams habt, dann macht eigene Streams. Huch, hallo? Oh, das ist... Hatte ich früher auch. Das ist ein Etui. So, Cinema Variety. Das ultimative Filmmagazin. Sommerblockbuster. Japan Matition größer als je zuvor. Stunts versus CGI. Was ist ein Bottle Movie? Kann ich da auch nicht sagen. Massive Recall 2. Flavol's Execution. 13. Dezember im Kino. Ah ja. Guck mal, die untere Schublade natürlich auch noch. Aber da liegt nur ein für die Kamera noch so ein Objektiv rum. So. Summer's coming. Hope it's a good one. Ah, schön. Ich hoffe, das Spiel bleibt so. Das sieht schon echt nett aus. So, Filmfreak, ja. Ist irgendwie alles sehr vertrauenswürdig. Kann man Licht anmachen? Na toll. Oh, da oben ist ein Feuermelder, habe ich gar nicht gesehen. Das Klo. Das Klo. Jeder freut sich, eins zu haben. Jeder Popo sowieso. So, können wir irgendwas machen? Oh, wie viel man hier interagieren kann, ist ja der Hammer. There it is. Zur Benutzung eines erlangten Objekts müssen Sie nur auf R2 drücken, wenn der Gegenstand auf dem Bildschirm angezeigt wird. Gadutan and other nuclear concentration. Okay. Trinken wir das mal. Weiß zwar nicht, was es ist. Prost. Like milk, but the taste. It's like sucking on a penny. Okay. Schmeckt wie Milch. Oh, ich habe schon gedacht. Wir gehen erstmal duschen. I'm gonna keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Na toll, ich wollte duschen gehen. Wenn man zum Doktor geht, geht man erstmal duschen und sich sauber machen. Hauptsache den alten Lumpen hier über der Heizung hängen, weißt du? Kann man das Fenster öffnen? Na toll, weißt du, hauptsache ein kacken Fenster zu, damit er doch schön stinkt. Ja, ich glaube, wir müssen dann zum Doktor. Dann werden wir das mal tun. Wir machen mal Licht an. Damit auch schön die Stromrechnung in die Höhe getrieben wird. Und wir gehen zum, oder beziehungsweise fahren zum Doktor.